alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung. Ja, hallo liebe Camper, Freitagabend, wo ich eigentlich schon anderthalb Stunden zu Hause bin. Ich will da jetzt mal filmen, die Spiegel im Dunkeln. Was wir da für eine Qualität vorweisen. Ja. Guck, meine Strahler habe ich gar nicht an. Warte mal. Hey, aber Luxusauto, mach mal die Rückstrahler an da. Hier, hau mal Ränder. Guck mal hier, da hast du Licht bis an der Autobahn. Boah, die sind hell, wa? Wir fahren jetzt mal in einer dunklen Stelle. Dunklen WCS. Ja, sonst sagen die wieder, da war ja Licht an. Wir kennen das doch alles. So, ich bin mal gespannt, weil das interessiert mich jetzt. Diese scheiß Bilder, die da alle haben. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Oh, hier ist dunkel, also dunkler geht nicht mehr. Ja, hier so schräg, hier siehst du nichts mehr. So. Ist gut, Flo. So, jetzt schauen wir uns mal die Bilder an. Aber Flo, ich sehe schon, die Begeisterung ist ein Traum, ne? Ja, ist aus, ne? So, dann komm mal rein. Während der Fahrt hast du nicht die Augen an, ne? Ey, das ist ja unglaublich. Kinder, geh mal da hin. Treppe wieder rein. So, das ist jetzt ohne Licht, ne? Also ohne Zusatzlicht, so. Bin ich hier im Dunkeln. Guck mal, Farbe in der Nacht. Guck mal, die grünen Dinges da auch. Ist aber auch klar, das Scheißding. Ne? Ja, wenn sogar noch etwas besser, mal Licht an. Ja, du kannst noch zusätzlich. Jetzt ist da die Tür an. Ne? Hast du noch so ein Suchlicht da? Da zeigen wir gleich mal. Aber ohne Licht ist es noch viel besser. Ja, guck mal, das. Schaltet die Kamera um in Nachtsicht. Pass auf, ich gehe jetzt mal raus. Aber kristallklar. Ja, und super stark, super gut zu fahren. Ne? Und Farbe. Ja, mich hast du schon so oft gefilmt. Was sagt denn da mein Monitor? Seht ihr mich da? Ja. Jetzt gehen wir hier, der tote Winkel. Bitte? So jetzt laufen? Also man kann wirklich, wenn du da hinten läufst, dann guck dir den Schrott an dagegen. Ja, geht auch noch. Aber nee, gar kein Vergleich. Das ist das beste Kamerasystem, was jetzt am Markt ist, in der Nachrüstung. Nein, aber man muss jetzt auch mal sehen, ne? Was ich mal sagen wollte, ich bin jetzt ja ein paar Meter mit dem Auto über den Hof und gerade runter und alles gefahren. Ne? Damit, das ist wirklich, wie das beim Mercedes ist, auch ein Rückspiegelersatz. Ne? Hier siehst du mehr noch wie im Spiegel, aber aus der gleichen Flucht, aus der gewohnten Perspektive wie aus dem Rückfahrspiegel, nur mehr. Wenn ich hier reingucke, sehe ich weniger wie hier. Aber der Blickwinkel ist der gewohnte. Wenn ich diese View-Sicht von oben sehe, da kann ich mich gar nicht orientieren. Das gleiche Problem hast du auch mit dem Orientieren mit der View-Sicht. Ja. Ne? Aber hier, ey, ja, das ist ja auch mal, schaut mal, wir haben vor einer Stunde einen Router eingebaut bei einem Kunde, einen großen Liner. Der hat das System drin gehabt. Ich will das auch abkürzen. Es war einfach nur grottenschlecht. Ja, ich bin jetzt hingegangen, ich musste da noch, guck mal hier Philipp,
Guck mal, da musste ich ein Schalterpanel, dann habe ich einen GFK-Abdruck gemacht, dass das da ordentlich aussieht. Du kannst ja mal die Lampen einschalten, Flo, dann gehe ich mal mit viel raus. Guck, so, dann sind wir durch. Also die wohl beste Reisemobilkamera am Markt. So, seht ihr jetzt? Jetzt hat er auf Rückwärtsgang da, aber die Kameras habe ich noch nicht. Du brauchst Spezialkameras. Jetzt hätte ich in den untersten Spiegel die Rückfahrkamera. Jetzt schaltet kurz der tote Winkelassistent da die Kamera ab und dann springt der vollautomatisch wieder um. Das dauert jetzt einen Moment. Dann springen die beide. Zack. Und guck mal, wie klar. Kinder, wir können hier keine Modifikationen irgendwas machen. Das seht ihr ja selber. Das ist ehrlich hier. Es ist das beste System, finde ich, jetzt am Markt, was hier so in der Nachrüstung. Und man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Kamera sehe, links sowie auch rechts, vor allen Dingen oben, okay, aber die beiden unteren, jetzt haben wir gerade gesehen, Götz 2 Meter neben dem Auto, aber guck mal, wir haben noch das halbe Bild, haben wir noch das Fahrzeug. Das ist doch gar nicht fertig eingestellt. Wir sind ja froh, dass wir es reingekriegt haben. Ja, das mache ich Montag. Der schaltet schon wieder auf Aufnahme, guck mal, der rechte Spiegel ist am Blinken, der ist am Aufnehmen. Links auch. Und links auch. Der überschreibt ständig die Speicherkarte. Ne? Der nimmt jetzt alles auf, was passiert. Du fährst jetzt auf der Autobahn, der nimmt alles. Ich muss nur größere Speicherkarten reinmachen. Das kann man auch abschalten. Ne? Das war irgendwo. Warte mal, kann man auch mal schauen. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Ich glaube, das war hier. Jawohl, jetzt gehe ich darüber. Okay. So, und dann gehe ich hier drauf. So. Jetzt ist aus, jetzt nimmt er nicht mehr auf. Jetzt nimmt nur noch dieser Spiegel auf. Also, ich finde es einfach... Perfekt gelungenes System. Das ist perfekt. Und guckt euch mal das Bild an. Ich kriege mich da gar nicht drüber ein. Du siehst alles, unsere Rolltore, grün in der Nacht. Ja, dunkler wird es nicht mehr. Mach mal die Scheinwerfer aus. Ja, machst du Auto aus. So, Kinder, mehr geht nicht mehr. Jetzt Nacht. Schaut euch mal die Bilder an. Da wirst du ja bescheuert bei. Ja, ich sag mal, das ist wirklich besser wie im Rückspiegel. Ne? Ja. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kann noch, guck mal hier, wenn ich hier im Rückspiegel sitze, ich gerade mal die Kante von der Halle. Ne? Und guck mal hier kann ich bis auf der Entsorgungsstation gucken. Ich sehe viel mehr schon. Aber aus der gleichen gewohnten Blickrichtung. Also, ja, das System ist Highlight. So, liebe Camper, ist dunkel. Freitag, ich will nach Hause. Aber wir wollten euch das mal zeigen, was das System in der Nacht kann. Aber wenn wir nach Hause sind, lassen wir Auto hier stehen, mitten auf dem Platz, ne? Ja, wir schlafen wir nicht hier drin? Ja, schönes Wochenende. Daumen hoch, schönes Wochenende, ja, bleibt gesund. Mich können noch nicht sehen, ich bin hier auf dem Licht. Das ist zum Rangieren. Während der Fahrt darf das Licht nicht an. Siehst du, hier eine. Guck mal, hier. Ich lass das gleich mal ausschalten. Nimm mal Mikro mit, sonst hört er nicht mehr. Guck mal hier, wie hell. Das ist eine Hochleistungs-LED. Schalt mal aus. So, im Dunkeln. Also ist schon einfach geil. System ist schon, machst du Fenster zu, Flo? Hammer, 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 geil. Ich sage, das ist wohl das beste System am Markt. Darum habe ich auch jahrelang dafür gebraucht. Ich war heute wirklich, Kinders, nicht böse sein, ich war heute echt so geschockt. Wir haben vor 2 Stunden, noch nicht mal, vor 1,5 Stunden ein Auto rausgegeben, einen großen Liner, ne Florian? Der hat das System drin. Ich habe auch, Kinders, ich kann nicht verstehen, dass ein Kunde das akzeptiert. Ich habe mir das System gerade angeguckt, ne? Das System ist total unscharf, das ist verschwommen, das ist nichts. Das ist grottenschlecht. Ja, aber der Kunde muss doch, ne, der Kunde muss doch sagen, das mache ich nicht, das will ich nicht. Ich war gerade drin. Ich nenne keinen Namen, das mache ich alles nicht. Ich war drin. Es ist sowas von absolut unscharf. Du. Allein das Auto war schon fast 11 Meter. Die Punkte sind so schwer übereinander zu kriegen. Bei 11 Meter mit dieser einen einzigen Kamera, ich finde, das System ist nicht ausgereift und qualitätsmäßig von den Bildern einfach schlecht. Ein kleines Problem, man sieht dich nicht. Man sieht mich nicht, hallo. Hallo, liebe Camper. Das ist nicht schlimm, muss man nicht immer sehen. Oh, man sieht mich nicht. Oh, dann mache ich wieder Licht an.
Geisterstunde hier. Ja, so eine Scheiße machen wir auf dem Freitag, aber man will, da haben wir jetzt die Möglichkeit gehabt. Also ich muss wirklich sagen, das ist meine eigene Meinung, ich bin von dem System sowas von überrascht. Ne? Positiv, ja. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben, noch nie, solange ich das mache, eine bessere Kamera gesehen. Nee. Doch, bei Mercedes, in dem Actros und was weiß ich wo. Ja, aber was ich da heute gesehen habe mit dem Birdview bei dem Kunde, gut, die Kamera sagt, das ist 2 Jahre dran. Gehen wir 2 Jahre zurück, dann war das 2019. Aber mehr bringen die nicht. Mehr bringen die nicht, das für 3.000 Euro oder was so ein System kostet. Das ist alles 4 Nöpkes am Auto und so ein Bild. Nee. Darum sagen ja auch viele, finde ich auch schön bei YouTube, E-Mails, warum habe ich die ganzen Jahre, die verfolgen uns ja, unser eigenes System verbaut, ne? Die Megakamera mit diesen Nachtdioden, sagen wir mal, diese Nummernschildkamera, gestochen scharf, 150 Grad, mit diesem Touchpad, ne? Haben wir viel. Die Leute sind alle mega zufrieden, weil das eigentlich vom Standard richtig gut und scharf ist, ne? Mehr geht nicht. Aber diese Birdview-Scheiße, das geht gar nicht. Nur meine Meinung. So, hier habe ich mein Zeug ausgebaut, mein alter Display, neues Brett, alles drin. Guck mal, hier habe ich noch, das kriegst du heute nicht mehr. Dieses, das ist schon Rarität. Das ist eine Rarität, ist noch eine Handykarte drin. Dann kannst du deine alte mitsteuern, das gibt es nicht mehr. Kriegst du nur noch von Truma, musst alles umbauen, Kosten, Vermögen. Und ich habe das alte noch, ich habe noch ein altes irgendwo liegen. So, liebe Camper, der Philipp will nach Hause, der bringt mich schon um hier auf dem Freitag für die Spielerei. Ja, so, liebe Camper, bleib lieb, bleib gesund und wir melden uns Montag, Dienstag oder Mittwoch. So sieht's aus.